Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hunters Down Team Battle Edition. Auch dieses Mal hattet ihr wieder die Chance, gegen uns im Team Battle antreten zu können und Gold zu gewinnen, solltet ihr gewinnen. Von offizieller Seite her waren dabei Enricochet, Panzergerd, Sergeant Baba, Das Wiesel und Olsen. Auf Seiten der Community-Kontributoren hatten wir dabei Amdosh, Datasi, also mich, Defrom, Eisenkahl, Eukrates, Sandmücke. Das Ganze hier ist aus der Community entstanden und Wargaming hat uns dann natürlich mit Mitarbeitern unterstützt, so dass wir dort ein ordentliches Team auf die Beine stellen konnten. Wie immer, es geht hier nicht um Pro-Gaming oder perfekte Taktiken, sondern um Spaß am Spiel. Ich hoffe, ihr habt welchen und wir gehen ins erste Gefecht. Das erste Gefecht wird diesmal auf Himmelsdorf ausgetragen. Auf unserer Seite haben wir Panzergerd, mich, Datasi, Sandmücke, Eukrates, Amdosh und in unseren Tier 1ern haben wir Wiesel und Enricochet. Auf der Gegnerseite haben wir 2 IS-3, ein Löwen, ein Tiger 2, ein T28 Prot und 2 Tier 1er. Größtenteils kommen sie von einem deutschen Clan und zwar das deutsche Sturmkommando. Noch ziemlich klein, noch im Aufbau, noch nicht im CW. Aber mal sehen, wie sie sich hier im Team-Battle schlagen werden. Sollten sie uns schlagen und natürlich das Game gewinnen, gibt es 1050 Gold für das ganze komplette Team. Unser Team wird sich hier nun komplett auf der D-Linie verteilen, während unsere Tier 1er über den Hügel und über die 1er 2er Linie Licht machen. Zumindest war das der Plan. Wir fahren ja hier mit unserem T34 Sandmücke mit, welcher in die Schlachtergasse auf der 8er Linie fährt, um zu gucken, ob er da irgendwie Gegner spotten kann. Na, noch nichts. Doch, da haben wir den ersten IS-3. Ziemlich aggressiv, hätten wir so nicht erwartet. Deswegen muss er sich auch sofort zurückziehen. Kriegt hier auch schon den ersten Schuss. Konnte dem allerdings gleich noch einen weiteren austeilen. Und der zweite Schuss von der IS-3 bounced ja. Aber hier kommt einiges. 2 IS-3 und ein Tiger 2. Und wahrscheinlich kommt auch noch der Rest des Teams. Ja, da hinten kommt noch der Löwe. Und jetzt wird es hier übel. Er wird hier wirklich richtig gerusht. Konnte hier noch einen weiteren Treffer anbringen. Aber nun hat sich sein Munilager zerlegt. Hat es repariert. Dreht sich nun zurück und muss hier irgendwie versuchen, noch einen weiteren Schuss rauszukriegen. Schafft er aber nicht. Und da ist der erste Down. Sandmücke ist raus. War hier ein sehr schöner Rush von beiden IS-3 und dem Löwen zusammen. Eukrates versucht nun hier dem zu entgegen und dem Gegner in die Flanke zu fallen, während Amdor, Stadthasi und Panzergerd sich der Bedrohung zuwenden. Unsere Tier 1er machen sich nun langsam auf die Socken und greifen den gegnerischen Cap an. Enrico findet dort oben bereits schon einen gegnerischen Tier 1er und auch unser Wiesel wird dort gleich einen Tier 1er begegnen. So, Eukrates ist da, schießt und wir springen mal kurz auf den Amdosh, denn hier haben wir mal einen kurzen Überblick, was hier überhaupt passiert. Das gegnerische Team steckt jetzt in der Achterlinie fest. Amdosh, Panzergerd und Datasi versuchen hier ihr Möglichstes, die Gegner aufzuhalten. Ich habe hier schon einiges gefressen, habe nur noch 89 HP, deswegen halte ich mich mal ein bisschen zurück. Auch Amdosh ist One-Shot, Panzergerd ist der einzige Voll-HP-Tank, den wir noch haben. Aber währenddessen haben unsere beiden Tier 1er, Enricochet und Wiesel, sich gegen ihre Pendants durchsetzen können und haben jeweils nun einen Kill, fahren in Richtung gegnerischen Cap. Eukrates bietet sich nun als Ziel an, kriegt ja auch ordentlich eins auf die Mütze, 749 Schaden von den gegnerischen IS-3 und Löwen. Jetzt haben sie ihn auch rausgenommen, aber wir haben es auch geschafft, den IS-3 zu zerstören. Also hier sieht es ziemlich gut aus für unsere Jungs. Allerdings haben wir hier 2 One-Shots und Panzergerd ist der letzte Tank mit HP. Amdosh und ja, Datasi könnten jetzt eigentlich rein theoretisch versuchen zu flankieren. Allerdings hatten wir dann das Problem, dass sie dann wahrscheinlich Panzergerd wegrushen. Der Pershing kommt hier allerdings sehr, sehr schwer gegen einen vollen T28-Prot oder halbvollen T28-Prot frontal durch. Und jetzt müssen wir hier wirklich aufpassen. Eigentlich sind wir hier nur noch dazu da, um uns Zeit zu verschaffen, während unsere T1er cappen gehen. Da gehe ich in die Luft. Fieser Hit vom Löwen, den habe ich nicht mal kommen sehen. Und Panzergerd ist mittlerweile runter auf 191 HP. Sieht ziemlich schlecht aus. Wir kriegen keinen Schuss mehr in die Gegner. Und da geht auch der Panzergerd down. Jetzt ist Amdosh hier der Letzte. Leider kam sein Flankenversuch etwas zu spät, aber das ist nicht seine Schuld. Er wollte uns natürlich nicht im Stich lassen. Wir haben hier einfach nur versucht, so viel Zeit wie möglich rauszuschinden, damit unsere T1er im Cap hier ordentlich cappen können und natürlich das Match für uns entscheiden. So, wir sehen jetzt hier das Wiesel in seinem Franzosen.
Ja, er hat es geschafft, mit einem Franzosen hier einen Kill zu machen. Also Gratulation dazu. Und Enricochet versucht sich hier nun einzuparken hinter dem Wiesel und versuchen, unsere Cap-Punkte zu sichern. Ja, wir haben natürlich den Löwen und den T28 stehen lassen, also die beiden langsamsten Fahrzeuge im Gegnerteam. Diese werden es wohl nicht mehr in 3 Sekunden schaffen, diese beiden hier zu treffen. Also ein grandioser Win für uns, auch wenn wir dafür alle T8er hergeben mussten. Gratulation an unsere Gladiatoren und das Gegnerteam für einen sehr schönen Kampf. Hier sehen wir nochmal die Statistik. Also vom Damage her war uns die DSK ziemlich weit überlegen. Schöner Angriff, sehr guter Rush am Anfang, konnten Sandmücke hier direkt rausnehmen. Ja, wir springen ins zweite Match. Diesmal finden sich unsere Gladiatoren auf Steppen wieder. In unserem Team Panzergerd, Dathasi, Sandmücke, Eukrates, Amdosch, das Wiesel und Enricochet. Keinerlei Änderungen hier. In unseren T1ern sitzen wieder das Wiesel und Enricochet. Als Gegner haben wir U-War. Das sind United Warriors. Verteidiger, das waren Blödsinns. Ein deutscher Clan. Und hier muss ich wirklich mal auf den Chat hinweisen. Da müsst ihr jetzt gleich am Anfang ein bisschen mitlesen. Das ist ganz lustig. Irgendwie haben wir sie ein bisschen unvorbereitet erwischt. Und hier, Eukrates macht denselben Fehler wie Amdor schon im letzten Video und postet Hunt Us Down erst einmal in den Teamchat. So, wir fahren am Anfang mit mir mit dem T32. Unser Plan war es, sich hier erstmal am Anfang zu verteilen, den Gegner zu spotten und zu gucken, was dieser dann macht. So, hier habe ich es jetzt nochmal gepostet. This is Hunt Us Down. Und wir warten jetzt hier auf die Gegner. Mal sehen, ob wir hier einen Spotter kriegen. Ja, da haben wir ein Tier 1 da. Jetzt muss ich kurz zielen. Und hatte ich Glück, dass der Schuss noch getroffen hat. Und wir haben den ersten Kill. First Blood für mich. Haha. Gut, jetzt stehen wir hier erstmal rum. Aus meiner Perspektive ist hier nicht viel zu sehen. Deswegen springen wir mal zu Panzergerd. Und auch hier ziemlich trostlos. Deshalb immer weiter schön den Chat mitlesen. Unsere T1er fahren nun wieder über die linke und rechte Flanke. Wiesel in seinem Franzosen über die 8er Linie und der Enricochet mit seinem T1 über die 1er 2er Linie. Wir versuchen so viel wie möglich Gegner hier von ihnen fernzuhalten, sollten sie etwas aufmachen. Aber eigentlich geht es eher darum, um zu gucken, ob dort überhaupt Gegner sind oder ob sie noch im gegnerischen Cap stehen. Hatten wir alles schon? Ja, noch keine Ziele für unsere Gladiatoren. Allerdings haben wir ja bereits einen kleinen Minikill. Ein Tier 1er ist bereits raus vom Gegner. So. Im Gegner ist übrigens ziemlich lustige Aufstellung. Also KV4 sieht man eher selten. Im Team Battle 1390 ist gefährlich. Dazu gepaart noch ein T28 extrem langsam und ein IS-3. Also interessante Wahl für den Gegner. Da kommt eher kein Panzer mit dem anderen wirklich mit, was die Geschwindigkeit angeht. Und auch die Feuerkraft ist sehr, sehr unterschiedlich. Da finde ich unsere Aufstellung einen Tick besser. Allerdings traut sich hier im Moment niemand raus. Also ein richtig schönes Campfest, aber dafür ein netter Chat. Und auch Enrico hier mit seinem Signaturalarm. Ja, wer will, darf sich das natürlich rauskopieren, in seine Signatur im Forum schreiben. Vielleicht freut er sich. Und da geht unser hosenloser Enricochet down. Das bedeutet, wir wissen, der STA-1 ist auf der rechten Flanke. Also werden wir uns jetzt nach links begeben und dort angreifen. Die T32, T34 und Pershing sind hervorragend für diese Karte geeignet, da sie, wenn sie Hull-Down-Positionen anfahren, also die Wanne verstecken und nur den Turm rausgucken lassen, wirklich fiese, fiese Monster sind. Harte Türme, viel Panzerung, gute Gunner-Pershing, allerdings wenig Penetration. Man kann natürlich auch zur Munitions A2 greifen. Diese ist allerdings um einiges teuer. Kann man hier allerdings machen, da es ja hier wirklich um etwas geht, also um Gold. Und gegen ein KV4 oder T28 Prot im Frontalkampf würde ich es sogar bevorzugen. Aber ich glaube, in meinen 4 Gefechten habe ich nicht eine einzige Goldgranate verschossen mit meinem T32. Ich bin eher so der Fan von Gewinn machen am Schluss und ordentlich zielen. Unser Panzergerd fährt jetzt hier nun über jede Düne und versucht sich hier zu verstecken. Allerdings ging er gerade eben auf, also muss der 1390 vom Gegner hier irgendwo sein. Und sie wissen nun, dass wir kommen werden. Unser Wiesel ist dort vorne mit seinem FT ganz, ganz allein. Niemand kann ihm helfen, sollte er jetzt irgendwas aufmachen und beschossen werden. Da haben wir den gegnerischen 1390. Jetzt bringt sich unser Team hier in Stellung. Sandmücke, Panzergerd und ich da vorne in dem T32. Suchen nun hier eine ordentliche Schussposition, um auf den AMX zu wirken.
Unser Panzer Gerd versucht hier zu flankieren, so weit wie möglich links anzugreifen. Vielleicht kriegt er jetzt einen Schuss auf den AMX, ne? Sieht auf jeden Fall gar nicht mal schlecht aus. Und da war er wieder, der Rechtsklick des Todes. Hat ihn erwischt, sehr schön. Wir suchen uns jetzt neue Positionen. Und Sandmücke kriegt hier einen fiesen Hit, 354. Und der 1390 hat sich unseren Wiesel geholt. Also wir sind jetzt hier ein bisschen blind, haben unseren Tier-1er verloren. Sandböcker hat bereits den zweiten Schuss kassiert. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir sehen natürlich nichts vom Gegner. Und ich habe erstmal wunderbar und glamourös verschossen. Habe den 1390 nicht erwischt. Sehr schade. Ich versuche es gleich nochmal. Versuche immer meine Wanne zu verstecken. Nur den Turm rausgucken zu lassen. Und der Schuss ging ebenfalls daneben. Mal sehen. Vielleicht hat Panzergard mehr Glück. Nein, der Gegner ist jetzt nicht mehr zu sehen. Aber da haben wir die Kuppel vom KV-4. Ja, der Schuss ging ins Nirvana, das ist klar, aber Sandmücke konnte ihn treffen. 354 Schaden. Ich werde mich jetzt hier etwas weiter zurückziehen. Oh, wir haben etwas im Cap. Das bedeutet, da der 1390 eben hier war, muss es der STA-1 sein. Also Amdosch in seinem Pershing auf der 1er-2er-Linie muss nun zurück und wir wechseln mal die Perspektive auf mich. Ich greife jetzt hier an. Das war mir zu bunt, da nur auf Türme schießen zu können, bringt überhaupt nichts, schon gar nicht, wenn der Gegner bei uns im Cap steht. Deswegen werde ich jetzt hier das Schussfeld verkleinern, an den Gegner heranfahren, ihn spotten und eventuell sogar flankieren. Rechts habe ich jetzt den SDA-1 gesehen. Ich wusste ja, unser Pershing, unser Amdosch fährt zurück, um sich um den SDA zu kümmern. Habe ich jetzt versucht, dass ich da noch einen Schuss drauf kriege, um unseren Amdosch dort zu helfen. Aber da ging im Moment nichts. Ja, Amdosch hat nun zwei Gegner, ein Tier-1er im Cap und den STA-1 durch die Mitte. Aber da haben wir das Heck vom STA-1, ne? Kriegen wir einen Schuss drauf? Oh, schade, der ging leider daneben. Amdosch ist mittlerweile da, erwartet nun den STA-1. Hat jetzt den Tier-1 rausgenommen, ist also ein Reload. Ich versuche jetzt hier nochmal einen Schuss und treffe. Sehr schön. Damit ist unser Pershing auf jeden Fall dem STA-1 überlegen. Sie sind ja ganz ähnliche Panzer, aber der STA-1 hat nun weniger AP. Und wir schleichen hier noch ein bisschen rum, kriegen gleich noch einen zweiten. Nein, schade, kein zweiter Schuss. Da hat sich der SC1 verkrochen, aber unser Amdosch wird das regeln. Ja, wie man sieht, hat ordentlich einen in den SC1 gepumpt. Da sieht es also ziemlich gut aus. Der Gegner steht nicht mehr im Cap. Unsere Leute sind leider noch auf der 9er Linie. Wir sind hier ein bisschen alleine mit unserem T32. Aber die Gegner können uns noch nicht angreifen, ohne sich hier zum Ziel zu machen. Und da hat Amdosch den Pershing, den SDA-1 rausgenommen. Also sehr schöne Arbeit hier. Und unser Cap ist safe. Amdosch hat nun die Möglichkeit, hier von der anderen Seite zu flankieren. Wird er wahrscheinlich auch machen. Und wir gucken hier mit unserer Gun-Depression einfach mal über den Hügel. Drücken dem IS-3 erstmal eine durchs Häubchen. Haben allerdings nur noch einen einzigen AP-Schuss. Oh, ich habe ein bisschen wenig mitgenommen, also schießen wir doch Gold. Na gut. Hatte, glaube ich, nur 10 bei. Diese haben wir mittlerweile verschossen. Aber solange wir AP dabei haben, werden wir diese auch nutzen. Und da haben wir ihn auch getroffen. So, jetzt geht's weiter mit Gold. Ungewollt. Aber wir haben leider keine andere Munition mehr bei. Unser Team wird sich nun aufmachen, uns hier zu unterstützen. Wir sind hier der ein Dorn im Auge des gegnerischen Teams, schießen dem IS-3 wieder durchs Häubchen. Mit Gold überhaupt kein Problem. Und selber verstecken wir unsere Wanne und lassen nur unseren Turm rausgucken. So, der AMX-1390 haut da hinten ab. Vielleicht kriegt Amdosch stehen. Mal gucken. Und wir werden jetzt hier belagert von einem T-28 und einem IS-3. Links davon ist der KV-4. Und Panzergerd kommen nun endlich, um uns zu unterstützen hier. Hier haben wir einen fiesen Hit gefressen, 444. Also, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin runter auf 651 HP, mehr als die Hälfte schon verloren. Und Panzergerd greift nun mit hier ins Geschehen ein. Sandmücke und unser Eukrates stehen nun dort unten, können nun hier gleich den KV-4 angreifen. Alle anderen Kanonen sind hier auf Panzergerd und mich gerichtet. So, wir springen mal kurz auf Panzergerds Perspektive. Da sehen wir mich, wie ich hier noch eine Kugel in die IS-3 pumpe, selbst allerdings auch eine fresse. Und jetzt der Panzergerd ist dran. Der hat nämlich noch ein bisschen HP, kann hier also ein bisschen mehr machen. Und der T28 da unten ist eigentlich One-Shot. Oh, hier gute Schüsse auf den KV-4 von Sandmücke unter Gratis. Also dem KV-4 geht es im Moment auch nicht mehr so gut. Ich muss jetzt hier links erstmal aufpassen, dass ich nicht vorfahre. Sonst sieht es echt übel aus. Und der Rechtsklick des Todes hat wieder zugeschlagen. Der T28-Prot von Panzergerd rausgenommen.
Jetzt versuchen wir hier den KV4 anzugreifen, beziehungsweise den IS-3 rauszunehmen. Jetzt sind beide One-Shot, beide runter auf 30 beziehungsweise 50 HP. Der IS-3 kommt rum, ich kann ihn noch rausnehmen, aber der KV4 setzt zum Gegenangriff an und zielt auf mich. Ja, schade, der Panzergard hat hier leider nur die Ketten erwischt und der KV4 schafft es noch, mich rauszunehmen. Oh, sehr schade, aber der Panzergard schafft hier noch den letzten Kill. Und das war's. Wir sind erfolgreich hier in diesem Match, ziemlich erfolgreich sogar, haben nur 4 Panzer eingebüßt. War ein schönes Match und ein lustiger Chat auf jeden Fall. Abendeutsch Elkratis und Panzergard sind unsere Überlebenden. Vom Schaden her bin ich mit 2568 ziemlich gut dabei, aber auch der gegnerische T28 mit 2000 ist ebenfalls gut dabei. Ja, hat Spaß gemacht und wir springen ins dritte Match. Diesmal finden wir uns auf Ruinenberg wieder. In unserem Team fahren Defrom IS-3, Enricochet IS-3, ich, Datasi T32, Eukratis Tiger 2, Amdosch Pershing, Sandmücke und Panzergard fahren hier die kleinen Flöhe Tier 1. Ja, wir haben ein bisschen nicht durchgetauscht, dass jeder auch mal ein Tier 1 erfahren kann. Im letzten Hunters Down durfte ich ja auch nur Tier 1 fahren, da ich einen Ping von 400 hatte. Diesmal sieht es sehr viel besser aus mit dem Ping, deswegen kann ich nun auch mal T32 fahren. Und Enricochet hier mit dem IS-3 unterwegs. Bin ich ja sehr gespannt, wie er sich hier schlagen wird. Deswegen fahren wir dort einfach mal mit. Gut, unsere Tier 1er übernehmen wieder die Lichtaufgabe über die Flanke. Hoffentlich gehen sie dabei nicht drauf und fahren in den gegnerischen Cap, um ihn unter Druck zu setzen. So, ich biege hier links ab, kriege auch gleich Unterstützung von Amdosch und ich weiß gar nicht, Eukratis war glaube ich auch noch dabei. Also wir fahren in die Mitte und Defrom sowie Enricochet fahren hier über die Einzellinie auf den Kirchenplatz. Mal sehen, was der Gegner macht. Hat ja jede Menge Stahl, viel Sidescrapping-Potenzial, bis auf dem IS-3 können das alle wirklich ziemlich gut. Deswegen werden sie wahrscheinlich irgendwo defensiv stehen. Ja, ich wurde letztens wieder gefragt, was denn überhaupt ein Community Contributor ist und da muss ich ganz kurz etwas erklären. Community Contributoren sind keine Wargaming Mitarbeiter. Es sind wirklich nur ganz normale Leute wie ihr da draußen, die sich einen Namen gemacht haben mit einem Community Projekt, welches sie durchziehen, wie der Defrom und Eukratis zum Beispiel mit dem Drift Turnier jeden Sonntag und Datasi zum Beispiel hier mit seiner Sendung For Gold and Victory. Kann ich jedem empfehlen. Ja, ist hier ebenfalls auf dem Kanal zu finden. Wenn ihr euch für Clan Wars interessiert, ist das wohl genau das Richtige für euch. Und wir sehen jetzt hier die ersten Gegner. Enricochet hat jetzt schon den ersten Schuss hier in einen gegnerischen Tiger 2 gepumpt. Und mal sehen, was der Gegner nun tut. Oh, er holt Verstärkung. T32 trifft hier Enricochet kritisch. Hat hier wirklich nochmal Glück gehabt. Hat im richtigen, entscheidenden Augenblick nochmal den Rückwärtsgang gefunden. Zurückgesetzt und die Kugel flog nur in die Kette. Sehr schön gemacht. Jetzt gehen hier Enricochet und Defrom zusammen auf den T32 und hier wieder schön angewinkelt. Der T32 hatte gar keine andere Wahl, als hier zu bouncen an unserem Enricochet, unserem Community Manager. Also hier sehr schön. Defrom zum Beispiel hat hier weniger Glück, kriegt hier direkt den zweiten Schuss. Und wir wechseln mal kurz die Perspektive auf Amdosch, welcher jetzt hier bereit zum Flankieren ist. Kann den Panzer hier schön, Panther schön in die Seite schießen mit 226 Schaden. Sehr gut dabei. Vielleicht kriegt er jetzt noch einen High Roll hin, dann könnte er ihn vielleicht rausnehmen. Wir haben den Gegner, ja, sehr schöner Kill. Wir haben jetzt den Gegner hier perfekt von drei Seiten in die Zange nehmen können. Der nächste Schuss von Amdosch auf den Tiger 2 wird vielleicht sogar sein Ende bedeuten. Nein, leider nicht ganz. Aber jetzt löst er sich in Luft auf. Defrom hat ihn noch erwischt. Und ein Schuss in die Seite des Tiger 2 hat leider nicht gereicht. Jetzt muss er aufpassen. Der Tiger 2 hat zurückgeschossen. Und er hat hier nur noch 36 HP. Muss schnell auf seine Kette warten. Ich hätte dem Tiger 2 eben in die Engine geschossen, um einen Brand auszulösen. Da ist die Chance sehr viel höher als ein Munilagertreffer. Wir gehen zurück auf Enricochet, welcher gerade einen Schuss kassiert vom T32, diesen dann rausnimmt. Und mittlerweile sieht es gar nicht mehr gut aus. Wir als gegnerische Team, wir haben nur noch einen IS-3. Enricochet ist hier mittlerweile ein bisschen alleine. Defrom hat sich hier leider zum Punching Ball vom gegnerischen Team machen lassen. Ist hier rechts nur noch als Wrack zu sehen. Deswegen fahre ich damit beim T32 vor, um Enricochet zu schilden und den IS-3 abzulenken. So, zwei Schuss noch für den IS-3. Enricochet macht den ersten und ich mache den zweiten. Damit war es um das gegnerische Team geschehen. Ziemlich gute Aktion hier, sehr schnelles Spiel. Und wir haben mit einem einzigen Verlust dem armen Defrom hier den Sieg geholt. Gut, bisher ziemlich schöne Spiele und wir springen ins letzte und vierte Match. Zum Abschluss kommt die Karte Cliff. In unserem Team haben wir Defrom im IS-3, Enricochet im IS-3,
Das Hasi, also mich im T32, Eukrates im Tiger 2, Amdosch im Pershing und Sandmücke sowie Panzergerd in den T1 an. Als Gegner haben wir die Kampfgruppe Einherjahr, ein deutscher Clan, noch relativ klein, nicht CW erfahren, aber was nicht ist, kann er noch werden und mal sehen, wie sie sich hier gegen uns schlagen werden. Im Chat geht es natürlich auch wieder los, sie freuen sich, dass sie uns erwischt haben. Einmal im Monat habt ihr natürlich irgendwann die Chance, gegen uns anzutreten. Einfach nur um Spaß an der Freude wegen und um Gold zu verdienen. Ihr müsst uns natürlich schlagen, da bedarf es etwas Arbeit. Und wenn ihr nicht wisst, wann das nächste Hunters Down stattfindet, guckt einfach mal ins Wettbewerbeforum. Dort wird es relativ zeitig bekannt gegeben. So, unsere Taktik war hier, ein Tier 1 nach links, ein Tier 1 nach rechts und alles andere in die Mitte. Mal sehen, ob die Taktik aufgeht, ob wir hier in der Mitte irgendwas machen können. Wir haben diesmal leider kein T34 dabei, also hier wirklich nur zwei ordentliche Panzer für die Mitte, den Pershing und den T32, um hier Hull Down zu gehen und die Türme auszuspielen. Amdosch fährt jetzt nach rechts, ist dort allerdings ziemlich alleine. Unsere IS-3 haben hier keinerlei Gun Depression, müssen also irgendwie darauf vertrauen, dass wir den Gegner zu uns locken oder direkt angreifen. So, wir haben den ersten Gegner gesehen. Unser Sandmücke wurde hier bereits von einem WZ-132 aus dem Leben gepustet. Also der First Kill geht in Richtung des Gegners. Und mal gucken, was wir hier jetzt aufmachen. Ob ich hier einen Sneaky-Schuss auf den Gegner bringen kann. Ich gehe auf und kriege schon den ersten Schuss. Schieße zurück. Dieser prallt ab. Der zweite Schuss vom T69 prallt ebenfalls an mir ab. Also habe hier schon den ersten Schuss gefressen. Und auch Eukrates kriegt hier noch einen in die Seite. Wir springen mal kurz zu Enricochet. Enricochet und Defrom stehen hier auf der 5er, 6er Linie ziemlich verloren da, haben keine Ziele, können nicht schießen, können die IS-3 nicht einbringen. Amdosch auf der rechten Seite in seinem Pershing ist ziemlich alleine, hat nun hier ein WZ-132 und ein 1390 gegen sich. Das könnte echt gefährlich werden. Er kann sich auch dort nicht wegbewegen, da hier die Map-Kontrolle an den Gegner gefallen ist. Sobald wir uns rauswagen, kriegen wir von den Autolodern. Jetzt geht's hier zum Angriff. Enricochet sieht hier leider nur einen Turm, setzt auch wieder zurück. Hier hätte man jetzt vielleicht etwas besser angreifen sollen. Also Gas geben, die Panzerung und die HP einbringen, den Gegner fokussieren und rausnehmen. Hinter uns hat der Amdosch in seinem Pershing ernsthafte Probleme gegen die beiden Lights. 1390 und WZ-132 holen sich jetzt auch den Kill. Amdosch ist damit raus. Wir haben zwei Lights jetzt in unserem Rücken, in der Flanke. Also müssen wir unsere IS-3 nun hier abziehen, um der neuen Bedrohung zu begegnen. Enrico dreht hier schon, Defrom wird das ebenfalls gleich tun. Das Problem ist, dass wir jetzt überall in der Unterzahl sind. Ich kann da oben mit dem T32 und dem Eukrates ohne Gun Depression absolut keinerlei Druck auf den Gegner aufbauen, weshalb der Tiger 2 jetzt hier auf den Enricochet schießen kann. Also Enricochet kriegt jetzt hier vom Tiger 2 in den Rücken, während er hier auf die Light Tanks zufährt. So, der Light Tank prallt am IS-3 ab. Enricochet kann jetzt hier eine Kugel 333 Schaden in den WZ drücken. Allerdings fährt er zurück anstatt vor und kriegt natürlich vom T32 und vom Tiger jetzt in den Rücken. Das ist nicht gut für ihn. Hat jetzt hier ordentlich eingebüßt und macht sogar Team-Damage am Defrom. Defrom ist da schlecht vorgefahren und hat einen Schuss von Enricochet in die Seite gekriegt. Das ist mir hier übrigens auch passiert. Mit meinem T32 habe ich dem Eukrates eine in den Turm verpasst, als die Lights da aufgetaucht sind. Also die Lights haben uns hier wirklich überrascht. Mittlerweile sind wir nur noch zu zweit, Eukrates und ich. Ja, ich habe nur noch 340 HP, Eukrates nur noch 441 HP. Und wir versuchen nun hier der Bedrohung Herr zu werden gegen die Lights, aber das Match ist vorbei. Wir haben hier absolut keine Chance mehr irgendwie zu gewinnen. Hinter mir fährt der T1 da durch, aber ich wollte nicht auf den schießen, sondern hier noch ein bisschen mich wehren. Ich stehe hier ziemlich gut, Eukrates eher nicht. Er hat wenig Chancen, sein Tiger 2 hier zu verstecken. Kriegt nun gleich von links. Oh nein, sie schießen auf mich. Hat er Glück gehabt. Bei mir prallt natürlich einiges ab. Ich stehe hier hold down. Aber ein Tiger 2 kann man nicht so gut verstecken wie ein T32 und da explodiert unser Eukrates. Ich bin der letzte Überlebende und wehre mich hier noch standhaft. Hab allerdings verpasst die Gelegenheit auf den AMX zu schießen und nun kommt der T69 mit einem vollen Magazin von links und das war's. Ja, das erste und einzige Team, welches es hier in diesem Video geschafft hat, uns zu besiegen. Gratulation an den deutschen Clan KI. 150 Gold pro Spieler und ich hoffe, ihr hattet Spaß
mit Hunters Down Team Battle Edition. Nächsten Monat geht es natürlich weiter, sofern wir wieder ein Team zusammenkriegen. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Schaut einfach ins Forum unter Wettbewerbe. Eukratos wird dort natürlich rechtzeitig posten und ich hoffe auf rege Beteiligung von euch gegen uns. Und vielleicht schafft ihr es auch, unser Random Gladiator Team hier zu besiegen und Gold abzusahnen. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss.